Kurz nach Armin Laschet und Markus Söder ist die Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock vor die Kameras getreten. Und sie hat sich dann ebenfalls zum Wahlprogramm der Union geäußert, und zwar so. Ich freue mich auf die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Union, um das Ringen um die Führung in unserem Land. Es zeigt sich jetzt, dass dieser Wahlkampf zu einer wirklichen Richtungsentscheidung wird. Wir wollen mutig das nächste Jahrzehnt gestalten, grundlegende Veränderungen angehen, damit wir wirklich uns auf den Weg bringen, diese Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Auf der anderen Seite will man offensichtlich sich weiter durchwursteln wie bisher. Das wird daher ein spannender inhaltlicher Wahlkampf. Es geht für uns darum, nicht nur Dinge wolkig zu versprechen, sondern sich wirklich nach diesem Pandemiejahr der Realität zu stellen und das Ganze in den Blick zu nehmen. Die Union, haben wir jetzt ja alle Jahre durchgeblättert, seitdem das Programm vorliegt, will offensichtlich so weitermachen wie bisher, nach dem Motto Augen zu und durch. Mich überrascht ehrlich gesagt schon ein bisschen, dass die Union sich entschieden hat, jetzt mit Herrn Laschet an der Spitze für ein Wahlprogramm, das sehr unsolide aufgeschrieben und finanziert ist und den Wohlhabenden viel verspricht, aber auf der anderen Seite die Breite der Gesellschaft aus dem Blick verliert und damit de facto unsozial ist. Unser Vorschlag ist, dass wir ganz klar den Weg in einen klimagerechten Wohlstand durch konkrete Instrumente beschreiben und gehen, dass wir dafür sorgen, dass Klimaschutz die Grundlage für erfolgreiches Wirtschaften in den nächsten Jahren ist, weil wir nur so unseren gemeinsamen Wohlstand sichern können. Und dieser klimagerechte Wohlstand, der passiert nicht einfach, indem man sich das wünscht, sondern dafür muss man der Industrie, gerade der Grundstoffindustrie, Leitplanken mit auf den Weg geben, damit eben die Arbeitsplätze in Deutschland bleiben und wir gemeinsam sozialen Klimaschutz schaffen.